Heute gibt es einmal ein kurzes, aber ja, eher schon besonderes Video. Und zwar haben wir neuen Content erstellt und das ist das Monatsupdate zu Azure. In dem Fall ist es jetzt der letzte Monat, Oktober 2021. Dadurch, wir blättern hier einmal durch, dass es schon recht viel ist. Alle Inhalte sind hier auch komplett verlinkt. Ist es recht schwierig, hierzu ein Videocontent vorzubereiten, weil der sehr, sehr lang ist. Und wer bislang dachte, Teams hat schon viele Updates, in Azure passiert auch verdammt viel. Das Ganze versuchen wir euch jetzt monatlich zur Verfügung zu stellen. Dadurch, dass es jetzt der erste Content dieser Art ist, würde uns natürlich brennend interessieren, was wir hier noch besser machen können. Was können wir euch liefern, um euch diese neuen Funktionen und Features noch besser verträglich zu machen? Wie gesagt, Video ist recht schwer, aber gänzlich nicht unmöglich. Von daher sind wir da auf eure Rückmeldung angewiesen. Den Artikel verlinke ich euch unten in der Beschreibung, so dass ihr auch schnell und einfach hier drauf kommen könnt. Und für alle die, die die Azure Updates interessieren, schaut einfach mal hier vorbei. Lasst vielleicht auch noch mal einen kleinen Vorschlag da, was wir umbauen können, verbessern können, damit ihr den Content leichter und verträglicher aufnehmen könnt. Und wie gesagt, wir versuchen jetzt das Ganze monatlich zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt der Startschuss und wir versuchen natürlich auch regelmäßig diesen Content besser zu machen.